Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soldier of Fortune. So, weiter. Hier einmal runter. Ich gehe jetzt einfach den Weg nochmal lang. Da war ja zu, ja. Und hier war es verdammt dunkel. Ach, das genau, das war hier die Strecke mit der... dieser Eisenbahn. Ja, dann sind wir jetzt nämlich auf dem richtigen Weg. Dann hier einmal runter. Ganz außen rum, hier hoch. Und dann haben wir es ja auch schon fast. Ja, jetzt haben sie ja dieses Ding uns entgegengeschmissen. Der ist jetzt glücklicherweise beleuchtet gewesen. Trotzdem nochmal ein Nachtsichtgerät an. Dass wir hier dann auch unbeschadet rüberkommen. Okay. Nächstes Medipack. Nachtsichtgerät aus. Durchgeladen ist. Schrotflinte. Und nach oben. Doc, where are you? Doc, come in. Over. I need help. Okay, Hawk meldet sich nicht. Der wird wohl noch im Ventilatorschacht feststecken. Ich dachte gerade, da wären jetzt Gegner hochgekommen. Schon wieder so viele Wege. Raketenwerfer. Gut, der ist Platz. Kommen die anderen auch rum? Schalte ich sie nach und nach mal ein bisschen aus. Diesmal wenigstens genug Schuss auf der Pistole für den Raketenwerfer. Dass wir den hier mit schwerer Munition weghauen können. Also wirklich treffen tue ich da aber nicht. Ich will erstmal den erledigen. Okay, jetzt habe ich getroffen, jetzt ist er weg. Puh, so, eine Sorge weniger. Lief doch einigermaßen. Zack, dich jetzt noch weg. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nö. Okay, einmal hier durch. Oh, ein Gegner. Noch ein Gegner. Da drin sind noch mehr. Bestimmt auch Gegner. Das war zu erwarten. Hier geht's runter. Und hier gibt's Knöpfe zum Drücken. Dann sprengen wir hier mal alles in die Luft. Okay, und wir müssen jetzt hier auch irgendwie wieder raus. Also die Ventilatoren abgeschaltet haben wir ja aber nicht. Na gut, dann mal los. Ab nach draußen. Rüstung mitnehmen. Und hier ging es ja auch noch weiter. Ja, eine ganze Menge Gegner. Zack, zack. Also drei. Okay, hier ist zu. Kommen wir denn hier irgendwie rein? Können wir hier irgendwas sprengen? Sieht nicht so aus. Der geht wohl immer hoch und runter. Die Frage ist, sollen wir jetzt wieder raus? Hier unten haben wir noch Raketenmuni und Medikit, wenn ich da durchkomme. Ja. So. Da drunter ist aber nichts mehr. Nee. Ja, also irgendwie hier geht es ja nicht weiter. Da hinten das Tor kriege ich auch nicht auf. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir wieder, wenn dieser Aufzug auch die ganze Zeit schon wieder hoch und runter fährt, wenn wir da ankommen, dann würde ich einfach mal sagen, verschwinden wir. Zack. Und dann, da geht es glaube ich tief runter. Ne, dann springe ich da nicht runter. Wir müssen jetzt einfach verschwinden, schätze ich. So, hier runter. Andererseits, wir müssen da... Nee, glaube ich nicht, dass wir... Wir sind ja diesen Tunnel runtergerutscht.
Wir müssen also da in diesem Ding irgendwo rauskommen. Weil die Rutsche können wir nicht mehr hochklettern. Hüpft, gut, dann wieder zurück. Ab in den Aufzug. Na komm, nach oben. Allerdings sehe ich leider auch nicht, wo es hier weitergehen sollte. Oder gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen hätte? Da explodiert noch was. Ach, hier sind noch Schalter. Ups. Also doch. Ah, okay, dann können wir jetzt hier Hawk rausholen mit. Medikit haben wir voll. Okay, ja, das wäre gedrückt. Dann gehe ich nochmal nach oben. Vielleicht ist ja jetzt hier dieses Lüftungsding auf. Ja, da drin explodiert es schon mal fröhlich vor sich hin. Genau wie hier. Ah, jetzt kommen auch wieder Gegner. Gut, dann haben wir es doch richtig gemacht. Und hier geht's raus, schätze ich mal. Einmal hier hoch. Dadurch. Na, ich hänge schon wieder. Ich möchte da irgendwie hochkommen. So, geduckt. Jawohl, jetzt klappt's. Ich glaube, John hat ein wenig zugenommen. Aua. So, hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Immer den Explosionen nach. Hier hoch. Der Aufzug ist ja scheinbar hinüber. Ja. Und dann schätze ich mal, müssen wir einfach hier nicht lang. Oh. Raketenwerferschütze. Also Raketen... ihr wisst schon, was ich meine. Oder was auch... Nee, das ist gar nicht mal... Der hat irgendwas anderes. Das ist kein Raketenwerfer. Und jetzt ist er auch tot. Der ist auch nicht schwer gepanzert. Hüp. Repeating Slug Thrower. Mhm. Was ist das für einer? Ah, okay. Das ist hier so ein Schrotflint irgendwas. Imagine. A world where sovereign nations are free to practice the policies they please. Without UN sanctions, without military policing, NATO bombings. How would that be? Let him go. Take me. Offer some information and I'll consider it. Don't. It's Decker. I work for a group called The Shop. A covert UN anti-terrorist division that specializes in aggressive non-military actions. Do you have anything I don't know, Mr. Mullins? Didn't think so. Oh nein. No. You can't win. Ja, und Mullins ist jetzt ein wenig in Rage. Verständlich, jetzt wo unser Kollege erschossen wurde. Damit hätten wir Hawk verloren. Kaltblütig erschossen von Will. Nee, Sergei Decker war es, genau. Jetzt sind wir hier wieder. Ja, sind wir hier hinter, also im Hinterhof der Bibliothek. Wir sollen Sam kontaktieren und uns für die nächste Mission ausrüsten. Hawk ist dead. I'm sorry to hear that. Let's get these bastards before they try something else. Come with me, we've learned something.
Okay, es scheint was Neues herausgefunden zu haben. In 1977, Colonel Sergei Decker helped initiate Kraal. Kraal, a top-secret South African program that produced seven primitive nuclear weapons intended to protect from invasion by Angola or Mozambique. Yes, but Decker had another idea. Use the weapons as leverage. Leverage? To end the UN trade embargo. And when apartheid finally fell? President de Klerk ordered the weapons dismantled. And exiled Decker for his radical beliefs. Precisely. Now Decker blames the UN. Get online. He sent us a message. Okay, Decker hat uns wohl kontaktiert und wir haben noch ein paar Informationen über ihn rausgefunden, beziehungsweise Sam. So, dann schauen wir doch mal, was er uns für eine E-Mail geschickt hat. Mission Information downloaded. Yep. Judgment Day is coming. Okay. Bereitet euch auf unsere neue Weltorder vor. Also Weltordnung. Okay, der will sich an der UN rächen, weil halt die Apartheid beendet haben und ihn ins Exil gezwungen. Und Jessica Six sind wohl Waffen, die von einem japanischen Militär entwickelt wurden. Okay. Und diese Waffe will er dann auf die UN abfeuern. Gut, das heißt, wir müssen jetzt nach Tokio. Und ja, gut, sie bedauern auch den Verlust von Hawk. Gut. Waffen zusammenstellen. Wieder das übliche Sniper. Raketenwerfer. Ich nehme mal die schwere MG mit. Und dann wieder... Ja, Medical und Granaten. Gut, dann mache ich hier ausnahmsweise mal ein bisschen früher Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Tokio wieder. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.